Hi, schön, dass du auf meinen Kanal gefunden hast. Heute klären wir einmal, wie sich die Preise von Fotografen zusammensetzen. Wenn man keinen Fotografen persönlich kennt, ist es oft schwer nachzuvollziehen, wie diese Preise zustande kommen. Man sieht die hohen Preise und denkt sich, ja, der hat ja einen Stundensatz von 200-300 Euro, das ist mir zu viel. Aber was alles dahinter steckt, das sieht man leider nicht. In den Preisen verstecken sich oft immer versteckte Kosten, wie das Wort auch schon sagt, die der Kunde offensichtlich nicht sehen kann. Es gibt eine Vorbereitungszeit, es gibt eine Nachbereitungszeit und wenn ich eine Stunde berechne, sind es meistens 2-3 Stunden Arbeit. Denn ich habe die Bildbearbeitung, die hinten noch mit dran hängt, ich habe die Vorbereitung mit den Verträgen, ich habe das Vorgespräch, ich habe die Nachbereitungszeit mit der Rechnung. Das steckt alles mit in den Preisen mit drin. Und das sieht man als Kunde nicht, denn man sieht halt nur den Endpreis und das, was man persönlich erlebt hat, aber nicht das, was der Fotograf alleine zu Hause oder in seinem Studio noch erledigen muss. Da Fotografen eigentlich immer selbstständig sind, es sei denn, man ist Hobbyfotograf, hat man dann halt auch Kosten wie die Miete, wenn man ein Studio hat, Versicherung für die Kamera, für die Arbeitskraft selbst. Man muss Steuern bezahlen. Dann hat man als Fotograf normalerweise auch ein Fahrzeug, denn man fotografiert ja nicht nur in der Umgebung. Dafür müssen auch Steuern bezahlt werden, Versicherung bezahlt werden, der Sprit muss bezahlt werden, Reparaturen müssen bezahlt werden. Das alles hat man halt, wenn man Angestellter ist, wird das alles von dem Arbeitgeber übernommen. Aber als Selbstständiger ist man selbst Arbeitgeber und man gibt sich selbst die Arbeit. Deswegen muss man selber alles bezahlen. Und das versteht man oft nicht, wenn man nicht selbst selbstständig ist. Als Selbstständiger bekommt man seine Arbeitsmittel und seine Arbeitskleidung auch nicht selbst gestellt. Denn das müssen wir auch selber kaufen. So eine Kamera kann gerne mal mehrere tausend Euro kosten. Ein Objektiv kann auch mehrere tausend Euro kosten. Und auch der ganze Kleinkram, die Speicherkarten, Mikrofone etc., Stativ, das sammelt sich alles an und das sind auch alles Kosten, die mit einberechnet werden. Zudem entwickeln sich auch Fotografen immer weiter. Es ist alles stetig im Wandel und wir müssen uns auch weiterbilden. Wir machen Workshops, wir machen Seminare, wir kaufen Bücher und lesen die dann auch. Und das sind auch alles Sachen, die Zeit kosten, die Geld kosten und das muss auch alles mit einberechnet werden. Denn wir machen das ja, damit wir euch ein gutes Ergebnis liefern können. Wir machen das ja nicht für uns selbst, damit wir das halt einfach haben, sondern weil wir uns stetig verbessern wollen. Als Fotograf und auch als Videograf hat man auch immer Programme, die man kaufen oder halt abonnieren muss. Photoshop, Luminar, Lightroom, Premiere Pro, DaVinci Resolve, alles Mögliche. Das kostet auch alles Geld in dem ganzen Jahr und das muss halt auch mit einberechnet werden. Auch Steuerprogramme und Buchhaltungsprogramme oder der Steuerberater, der Buchhaltungsberater, all das sind auch Kosten, die der Fotograf tragen muss. Die eigene Webseite, die kostet auch Geld. Ich stecke da viel Zeit rein, viel Liebe rein und wenn ich die Webseite dann auch noch hoste, also die Online-Stelle, muss ich dafür auch Geld bezahlen. Außerdem ein wichtiger Tipp, billig ist billig. Wenn ich 100 Euro für einen Fotografen für den ganzen Tag ausgebe, dann kann ich davon nichts haben. Denn was kommt dabei rum? Der Fotograf hat keine Ausrüstung, der weiß nicht, wie man es macht am besten, er ist Hobbyfotograf und er wird dann auch nicht seine Arbeit so abliefern, wie ihr das haben möchtet. Also schaut, dass ihr euch ein Budget setzt, das auch erreichbar ist, damit ihr am Ende das erhaltet, was ihr auch haben möchtet. Wenn ihr 100 Euro Bilder für den ganzen Tag haben möchtet, dann kriegt ihr dementsprechend auch die Bilder. Wenn ihr 3000 Euro Bilder für den ganzen Tag haben möchtet, dann kriegt ihr auch dementsprechende Qualität. Also schaut, dass ihr das so macht, wie ihr das gerne möchtet. Ich kann es allerdings nicht empfehlen, einen 100 Euro Fotografen für den ganzen Tag zu engagieren, denn da kann nichts bei rumkommen. Am Ende des Tages kriegt ihr am besten sogar gar keine Bilder, weil der Fotograf die Bilder nicht gesichert hat oder die Speicherkarte kaputt gegangen ist, die Kamera defekt gewesen ist oder er sogar gar nicht gekommen ist. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt grob einmal erklären, wie die Preise zustande kommen. Oft denkt man einfach nicht an die vielen kleinen Dinge, die die Preise ausmachen. Denn man selber steckt nicht in der Situation, man ist eigentlich meistens eher Arbeitnehmer und kennt das Ganze nicht. Man weiß nicht, was man sich alles anschaffen muss, was man alles übers Jahr gerechnet, alles an Versicherungen und Steuern sowas zahlen muss.
Deswegen wollte ich euch einmal einen Einblick schaffen. Es sind noch viele andere Dinge, die noch mit reinzählen. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo und teilt dieses Video. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.